Hallo und herzlich willkommen zurück zu Das schwarze Auge Satinas Ketten. Es ist jetzt ein bisschen her, dass ich das. als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und mein Sound ist irgendwie zu leise. Ja, Vorbereitung ist alles. Ich glaube, hier hatten wir uns soweit schon umgesehen, ne? Und sind nicht weitergekommen, soviel ich noch weiß. Hast du uns was zu sagen? Wir müssen reden. Manchmal soll das helfen. Nein. Bin gleich zurück. Das hatten wir schon. Hier passierte auch nichts weiter. Hatte alles ausprobiert. Bei dem Typi hier, ich habe den Namen vergessen, hat auch nichts geholfen. Nautas Nachforschungen scheinen sich besonders auf den Weinkeller der Akademie konzentriert zu haben. Tja. Und hier ging, glaube ich, auch nichts, ne? Was sagt er denn da? Was gehört dort hinein? Der Stab einer Sonnenuhr vielleicht? Wo soll ich den denn hernehmen? Kann ich die kaputt machen? Natürlich nicht. Sorry. Natürlich nicht. Wir gehen, glaube ich, nochmal ganz zurück. Boah, ich weiß gar nicht mehr so genau, ob ich noch was anderes erledigen muss. Ja. Ulfried liegt da immer noch. Üble Kiste. Gerons Eltern. Was war denn damit? Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Ach so, geht das? Was steht hier geschrieben? Rabenspitze. Was hat das zu bedeuten? Das ist neu. Und das weiß ich leider auch nicht. Sonst kann ich daran nichts machen. Kannst du das nicht einfach mitnehmen? Da waren wir ja schon dran, da ist jetzt nichts mehr drin. Sie steht da, wo sie stehen muss. Okay. Dann gehen wir wieder. Noch einmal umgucken. Kannst du mir weiterhelfen? Ritter Zornbold! Krön. Ich lasse euch allein. Danke. Bitte. Ich weiß nicht, was ich in dieses Sonnendingsbums da stecken muss, soll, whatever. Ja, ich glaube, hier finde ich nichts mehr. Nee, nö. Nee. Dann gehen wir wieder. Geron. Kannst du denn nichts alleine, Junge? Geh mal da lang. Das hatten wir ja soweit erledigt.
Vielleicht können wir jetzt nochmal mit Giacomo reden. Ich weiß ja nicht, was diese Info jetzt zu bedeuten hat. Oh Gott, Geron, ey. Lauf. Husch, husch. Mal gucken. Oh Gott, ey, ich werd wahnsinnig. Wir müssen reden. Bitte. Ah. Sagt euch Rabenspitze etwas? Das hat Gwendling auf seine Zeichnung der Harfe gekritzelt. Wenn das nicht der Name eines Berges ist, vielleicht findest du einen Hinweis in den dirografischen Werken der Bibliothek. Ist nicht dein Ernst. Bin gleich zurück. Oh, Geron, ernsthaft. Tja. Da? Oh. Rabenspitze. Hier, der Berg Rabenspitze im Steineichenwald. Und auf dieser Seite hat Magistra Dorota den Weg zur Zauberharfe aufgezeichnet. Hervorragend. Ja, mein Glückwunsch. Das ist jetzt alles? Was soll ich jetzt damit anfangen? Ich weiß trotzdem noch nicht, wie ich da hinkomme. Warte mal. Ach, hey, jetzt finden wir ja... Rabenspitze. Hier steht etwas von einer alten Schlacht bei der Burg Rabenspitze. Aber kein Wort davon, wo diese Burg liegt. Okay. Rabenspitz, verdammt, irgendwo muss es hier doch etwas geben. Vielleicht in einem der anderen Regale. Geron. Das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, Mathe hilft mir nicht weiter. Mathematik. Viele Krähen ergeben einen Schwarm. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Sehr gut. Oh, oder gehen wir nochmal alles durch? Oh Mann, ey. Harfe. Vielleicht finde ich hier noch etwas zur Harfe des Seers. Spar dir die Mühe. Ich habe das ganze Regal durchwühlt. Magistra Dorota hat nichts weiter hinterlassen. Ich weiß trotzdem noch nicht, was ich machen soll. Krummel, Krummel. Sag nochmal an. Rabenspitze. Hier, der Berg Rabenspitze im Steineichenwald. Und auf dieser Seite hat Magistra Dorota den Weg zur Zauberharfe aufgezeichnet. Hervorragend. Hat er denn jetzt irgendetwas... Aha. Warum bekomme ich denn jetzt eine Errungenschaft? Ich habe das doch eben schon... Naja, was soll's. Man muss nicht alles verstehen. Wir müssen reden. Nein. Bin gleich zurück. Tschüss. Das war nix. Die konnten wir uns nicht angucken, ne? Das geht so nicht. Warum nicht? Keine Zeit für Experiment. Ach, Geron. Okay. Ja. Ne? Versteht ihr nicht? Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich machen soll. Was fange ich denn hiermit an zur Hölle nochmal? Eius causa discimus. Ja. Eius causa discimus. Eius causa discimus. Er geht voll ab. Ja, aber ich habe auch nichts Neues hier. Eius causa. Nein. Ich
glaube, das hatte ich auch schon mal versucht, ne? Sein Hütchen wollte auch nicht. Sind das Zauberformeln? Helios. Sind das Zauber... Ja, Helios. Ja. Das sind Zauberformeln, Geron. Das sind Zauberformeln. Ich komme nicht ran. Nee, du musst da runterkommen, Schätzchen. Fest verriegelt. Hallo? Niemand macht auf. Oh. Falls hier mal längere Pausen drin sind, also ich mal nichts sage, liegt das daran, dass ich meine Keucherei rausgeschnitten habe? Hoffentlich. Denn dieser Reizhusten nimmt einfach kein Ende. Und das ist super nervig. Aber ich will hier fertig werden. Ich will mit Moria anfangen. So. Tja. Ich weiß es nicht. Was gehört dort hinein? Der Stab? Ja, I don't know, Geron, I don't know. Warte mal. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ehrlich nicht. Diese ganzen Gegenstände hatte ich bei diesem Loch schon ausprobiert, glaube. Und viele Möglichkeiten habe ich hier ja auch gar nicht. Kannst du mal hier... Ritter Zornbold! Rede mal mit mir. Ach Mann, du... Ich lasse euch allein. Danke. Ja, gerne. Weißt du, statt dass du da so depressiv rumhockst, könntest du mal lieber dein Popo hochbewegen. Mir helfen. Was hältst du denn davon? Nichts, ne? Tja, so ist das. Ja, läuft. Dann eben nicht. Ach man, hier finde ich doch nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Statt dass ich einmal klicke und er einfach läuft, ne? Nein. So, jetzt habe ich hier zig Gegenstände. Habe nie verstanden, warum sich Zauberer freiwillig diese unförmigen Trichter auf den Kopf setzen. Wir gehen jetzt nochmal zu Giacomo. Und experimentieren. Aus Hilflosigkeit. Es ist traurig, es ist wirklich traurig mit Geron. Oh, wahrscheinlich habe ich auch irgendwas wieder nicht mitbekommen. Häschen. Hier hin. Da. Das? Nautas Nachforschungen scheinen sich besonders auf den Weinkeller der Akademie kon... Aha, aha. Ha? Das bleibt besser bei mir. Wie kann ein einfaches Glas alles so viel größer machen? Das, das ist Magie. Ja, das erklärt es. Behalte ich selbst. Okay. Yes? Brauche ich noch. Die Leute da draußen bringen sich bereits gegenseitig um. Was denkst du denn, weshalb ich mich seit Wochen hier einsperre? Ah ja. Ich behalte das lieber. Ich behalte das lieber. So etwas Merkwürdiges habe ich mir schon gedacht.
Was soll er damit? Ich weiß auch nicht so genau. Weißt du, Geron, wenn ich das wüsste, dann wäre das auf jeden Fall hilfreicher als das, was ich hier tue. Tja. Vielleicht. Nein. Wird doch nichts. Vielleicht hat er dahinter ja Durst, weißt du ja nicht. Windling würde sich die Haare... Ja, der kriegt das ja nicht mehr mit. Nichts. Nichts. Oh, ich werde noch bekloppt hier, ey. Ja, aber eben da hinten haben wir ja auch schon alles ausprobiert. Ach, was? Geht nicht. Warum denn nicht? Oder muss ich den da irgendwie unten raufschauen? Ich weiß es nicht. So, Wein wolltest du nicht, ne? Möchtest du Tonscheren? Deus causa dis... Ah ja, genau. Das ist toll, mit ihm zu kommunizieren. Sein Hütchen wollte er auch nicht. Das, Deus causa dis... Aha. Was ist mit dir? Diese Kreatur ist mir schon groß genug. Ja, genau, das hatten wir auch schon. Ja, verzeiht, ich bin in der Tat hilflos. Das ist keine Hilfe. Das hab ich auch nicht gesagt. Wird doch nichts. Ein Hütchen? Ich bin etwas ideenlos. Steht ihm bestimmt gut. Da? Heus causa. Da? Ich glaube nicht. Gut. Das hatten wir auch schon. Ich gehe jetzt nochmal nach unten. Was sind das für lästerliche Gedanken? Das muss an diesen Krähen liegen. Das lasse ich lieber. Was ist denn, wenn ich die Heile mache? Ich habe keine Idee. Das kann ich jetzt bis... Ins Loch wollte er nicht, ne? So wird das nichts. Nee. Nein, was... Ja, was weiß ich denn, was du hiermit anstellen sollst? Windlings Mittel gegen den... Ich brauche ein und etwas, das in alles zusammen... Ja. Windlings kleine Pflanzenkunde. Ne. Oh, Heilige. Ob es nun brennt oder nicht, das wäre dumm. Lieber nicht. Okay. Ich habe in der Tat überhaupt gar keinen Plan, was ich machen soll. Irgendetwas habe ich anscheinend noch nicht gemacht. Aber was? Ja, lauf mal weiter, bitte. Hilda wird schon auf sich aufpassen. Ja. Das hatten wir ja schon. So, was ist denn mit dir? Hier, möchtest du eine Weinkaraffe? Wein? Lass mich, ich habe versagt. Ja, und es ist auch total sinnvoll, da jetzt zu sitzen und sich selbst zu bemitleiden. Das lasse ich lieber. Was soll er damit? Ja, was weiß ich denn, damit er bessere Laune kriegt. Behalte ich selbst. Okay. Ja, das Rezept ist... Das er macht alles nicht Quatsch, den oder? Eindruck, als könnte man ihm noch Hoffnung machen. Das wird ihn kaum interessieren. Oh, ein bisschen was zu lesen. Kann er was über Pflanzen lernen. Allmählich befähigt. Ich muss... Ja. Auch das hatten wir schon. Warum sollte ich? Ich weiß nicht. Messer? Waffen helfen uns jetzt nicht mehr. Waffen helfen generell nie. Gut. Es ist amtlich. Ich bin absolut hilflos. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Steineichenwald
schön und gut. Aber ich finde nichts. Ja, tau mal auf. Ja. Mach erstmal einen Rundgang, bevor du mir sagst, dass das nicht funktionieren wird. Ganz genau. Ich glaube, die konnte ich nicht nehmen, ne? Oh, Geron. Verrottet und erfroren. Die kann man nicht an. Sie sind schon tot. Mir fällt dazu nichts ein. Mir auch nicht, Geron. Mir auch nicht. Was mache ich denn mit diesem Magier? Windling würde sich die Haare raufen. Ich... Na? Natürlich nicht. Oder kann ich hier noch irgendwas verbinden? Ich habe aber, ganz ehrlich, sinngemäß keine Ahnung, was ich hier machen soll. Hatte schon bessere Einfälle. Das führt zu nichts. Das geht so nicht. Unsinn. Besser nicht. Wenn es schon trichterförmig ist, warum nicht einen richtigen Trichter daraus machen? Schon viel besser. So wird das nichts. Ja, und was fange ich jetzt? Ein Trichterhut. Ja. Okay. Ein Trichterhut. Ein Trichter. Ne, er wiederholt sich. Wahrscheinlich muss ich die irgendwo abstellen und dann, ich weiß nicht. Wie komme ich denn in diesen verdammten Weinkeller? Muss ich da hin? Ich vermute doch, oder? Also bringt mir das etwas, wenn ich das kann. Um der alten Zeiten willen. Und da rein? Da rein? Hatte schon bessere Einfälle. Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht. Okay, ich lasse es gut sein. Ich weiß es nicht. Was könnte man denn noch verbinden? Was fange ich damit jetzt an? Zerschnittene Magierhut. Die kann ich aber nicht kaputt machen, ne? Die Weinkaraffe. Nein. Nein. Okay, dann lassen wir es für diesen Part erstmal gut sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Und wenn ihr mögt, bis zur nächsten verzweifelten Folge. Bis dann.